Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Sven von der Internetfahrschule. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute möchte ich mit euch sprechen über die richtige Spiegeleinstellung im Fahrzeug und die Verkehrsbeobachtung. Vorausschauendes Fahren, das ist so einer der Schlüsselfaktoren auf eurem Weg zum Führerschein. Wenn ihr das verinnerlicht, entsprechende Verkehrsbeobachtung, vorausschauend wirklich fahrt, dann werdet ihr letztendlich immer auf der sicheren Seite sein, werdet immer Reserven haben und ja, es wird euch alles relativ leicht und entspannt von der Hand gehen. Voraussetzung dafür natürlich ist, dass wir vernünftig im Auto gucken können. Nach vorne ist das kein Problem, da muss ich mir nichts einstellen. Da habe ich ja meine Windschutzscheibe, da kann ich wunderbar beobachten. Für hinten und für die Seite brauche ich Hilfsmittel. Wir haben drei an der Zahl. Wir haben einmal den Innenspiegel und wir haben den rechten und den linken Außenspiegel. Die müsst ihr euch jeweils ganz individuell für euch einstellen. Und wie das am besten funktioniert, das werde ich euch jetzt zeigen. So, dann wollen wir uns doch mal hier am Beispiel von diesem Golf 7 die Spiegel optimal einstellen. Auf der linken Seite, links neben eurem Lenkrad, findet ihr einen kleinen Knopf. Den kann man drehen und dann seht ihr hier oben drüber, ist einmal das L für links, 0, in dieser Position kann ich halt nichts verstellen, und das R für rechts. Darunter ist noch ein kleines Symbol, das ist zwar schön, wenn ihr es habt, das ist aber für die Einstellung jetzt nicht wichtig, da kann ich nichts machen. Das heißt lediglich, dass die Spiegel beheizbar sind. Das wäre mal ganz interessant, wenn die morgens mal beschlagen sind, dann könnt ihr die Heizung anmachen und dann geht das relativ schnell in ein paar Sekunden und die Spiegel sind wieder frei. Ja? Brauchen wir aber zum Einstellen nicht. Hier bei diesem Auto habt ihr jetzt hier so einen Knopf. Es kann auch durchaus sein, dass ihr vielleicht so eine Scheibe, so ein Pad habt und dann habt ihr halt vier Pfeile drauf in jeder Himmelsrichtung ein und das ist letztendlich dann genau dasselbe Prinzip wie jetzt hier bei diesem Knopf. Ja? Also ich stelle den jetzt erstmal auf L für links. Mein Tipp für euch bei den elektrischen Spiegeln, ihr solltet immer mit dem linken Spiegel anfangen. Denn wenn ihr den linken einstellt, dann wird der rechte sich automatisch anhand der Werte des linken Spiegels anpassen. Das heißt, er stellt sich mit ein. Das ist so die grobe Einstellung. Meistens passt das da noch nicht ganz. Ihr müsst dann so ein bisschen fein justieren. Wenn ihr allerdings mit dem rechten Spiegel anfangen solltet und stellt euch danach den linken ein, dann wird der rechte sich höchstwahrscheinlich wieder etwas verstellen und ihr müsst dann da nochmal nachjustieren. Also ihr macht euch da ein bisschen mehr Arbeit, als es eigentlich sein müsste. Deswegen mein Tipp, fangt mit dem linken Spiegel an und danach macht ihr den rechten Spiegel. Ja? So, wenn ich das jetzt hier auf links gestellt habe, dann kann ich diesen Knopf hier wie so einen kleinen Joystick kippen und kann es in jeder Himmelsrichtung meinen Spiegel nach oben und nach unten verstellen. Damit ihr jetzt auch nur einen Anhaltspunkt habt, wie ihr den Spiegel richtig einstellen sollt, zeige ich euch jetzt gleich ein Foto, wo man das optimal sehen kann. Ihr nehmt als Anhaltspunkt, das passt eigentlich bei fast allen Fahrzeugen, den Türgriff von eurer Fahrertür und versucht, den Griff unten rechts in die Ecke des Spiegels zu stellen. Ist vielleicht am Anfang so ein bisschen Fummelei, müsst ihr ein bisschen Gefühl dafür bekommen, wie ihr diesen kleinen Joystick hier bedienen müsst. Aber mit ein bisschen Übung ist das eigentlich kein Problem und dann kriegt ihr das relativ schnell hin. Ja? Also versucht's mal, guckt mal aufs Foto, vergleicht mal, ob es bei euch genauso aussieht. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir das Ganze mal mit dem rechten Spiegel. Also wir drehen unseren Knopf auf R für rechts und machen letztendlich jetzt genau dasselbe mit dem rechten Spiegel, was wir mit dem linken gemacht haben. Ihr nehmt euch wieder den Türgriff von der Beifahrertür und versucht ihn jetzt unten links in die Ecke des Spiegels zu bringen. Ja, auch da habe ich ein Foto für euch, wo man das vielleicht noch ein bisschen besser drauf sehen kann. Vergleicht es wieder mit eurer eigenen Einstellung und ich denke mal, dann müsstet ihr relativ wenig vom Fahrzeug sehen, aber viel vom Hintergrund. Ja, also so ein bisschen vom Fahrzeug müsst ihr immer mit im Spiegel haben, damit ihr auch über die Umrisse des Fahrzeugs Bescheid wisst, wo das Fahrzeug wirklich anfängt. Und der Rest sollte dann wirklich für den seitlichen und hinteren Verkehr auf der entsprechenden Seite zur Verfügung stehen, damit ihr entsprechend gut den Verkehr und weit den Verkehr nach hinten beobachten könnt. So, wenn ihr jetzt mal genau beobachtet in meinem rechten Außenspiegel, dann werdet ihr erstmal sehen, dass ihr nichts seht. Das Problem ist, dass die Außenspiegel
beziehungsweise jeder Spiegel tote Winkel hat, die ich nicht einsehen kann. Und in diesen Bereichen passen Fußgänger rein, Zweiradfahrer rein, ja sogar komplette PKWs rein. Das heißt, wenn ihr also nur die Beobachtung über eure Spiegel macht, dann lauft ihr immer Gefahr, dass ihr bei Fahrstreifenwechsel, bei Abbiegevorgängen oder beim Anfahren in die Fahrbahn Fahrzeug übersehen werdet. Ja, deswegen ist es unumgänglich, dass ihr den sogenannten Schulterblick macht. Da wird euer Fahrlehrer euch wahrscheinlich auch noch ein bisschen mit ärgern. Ich nehme euch jetzt mit der Kamera mal mit dem Schwenk, so wie ich meinen Kopf drehen würde, und dann werdet ihr merken, dass hier auf der rechten Seite ein kompletter PKW steht, den man über den Außenspiegel nicht sehen kann. So, wenn wir uns das Ganze jetzt auf der linken Seite anschauen, dann kann ich euch da leider keine Hoffnung machen, dass es hier in irgendeiner Art und Weise besser wäre. Auch hier haben wir natürlich den Bereich, den wir nicht einsehen können, also den toten Winkel. Und ich nehme euch wieder mit meinem Kameraschwenk. Und dann werdet ihr sehen, hier neben steht eine riesengroße Mülltonne. Könnte also auch ein kleines Fahrzeug sein, zumindest ein Motorrad würde auf jeden Fall hier reinpassen. Und ihr habt also keine Chance, irgendwas hier über den Außenspiegel zu sehen. So, jetzt müssen wir uns zu guter Letzt noch unseren Innenspiegel einstellen. Kleiner Nachtrag noch zu den Außenspiegeln, das habe ich eben vergessen. Für die Einstellung achtet bitte darauf, dass ihr eure Fahrposition einnimmt, das heißt wirklich mit dem Rücken hinten in der Sitzlehne seid. Und nehmt bitte nicht die rechte Hand zum Einstellen am Joystick, auch wenn ihr Rechtshänder seid und wenn es euch vielleicht ein bisschen leichter fällt. Ihr verlasst eure Fahrposition und wenn ihr es mit der linken Hand macht, dann sitzt ihr wirklich so entsprechend, wie ihr das letztendlich dann auch tun würde, wenn ihr das Auto in Bewegung setzt. Ja, sonst müsst ihr den Spiegel dann eventuell nochmal nachjustieren, weil es dann nicht optimal passt, wenn ihr euch zurücksetzt. Für den Innenspiegel haben wir keine Möglichkeit, hier das elektrisch zu machen. Das heißt, ihr könnt jetzt ganz rustikal zupacken am Korpus des Spiegels. Achtet darauf, dass ihr nach Möglichkeit nicht auf den Spiegel fasst, sonst habt ihr eure Fingerabdrücke drauf. Abstände oben und unten, hinten zur Heckscheibe, die sollten so annähernd gleich sein. Wenn ihr jetzt bei mir mal guckt, 1, 2, 3 Kopfstützen sind da hinten drin, die sind natürlich ein bisschen im Weg. Man könnte jetzt die rechte Kopfstütze noch ein bisschen weiter runter machen, wenn ihr genau wisst, ihr habt keine Fahrgäste, dann kann durchaus die Sicht da hinten noch ein bisschen besser werden. So, nachdem wir jetzt die Spiegel optimal für mich eingestellt haben, möchte ich euch vielleicht noch ein, zwei Tipps geben für eure theoretische und praktische Prüfung in Bezug auf die Spiegel und die Verkehrsbeobachtung. Es gibt eine Frage, die bezieht sich genauso wie die Sitzeinstellung auf die Werkseinstellung für die Spiegel. Das kann natürlich nicht sinnvoll sein, weil Spiegel und Sitz können niemals werkseitig eingestellt sein und für alle Personen passen. Also man muss es halt immer ganz individuell betrachten, je nach Größe und nach Umfang des Fahrers. Also bitte kein Kreuz machen bei werkseitiger Einstellung. Dann gibt es eine zweite Frage. Für die Spiegel, für die Verkehrsbeobachtung, die bezieht sich auf die Reihenfolge. Ja, also ihr werdet das relativ schnell merken in euren Fahrstunden, also gerade in den ersten Stunden, denke ich mal, wird euer Fahrlehrer die Verkehrsbeobachtung über die Spiegel selber noch machen, weil ihr werdet so fokussiert sein und so konzentriert sein mit der Bedienung des Fahrzeugs. Ihr müsst bremsen, ihr müsst kuppeln, ihr müsst lenken, ihr müsst schalten und alles ist neu und vieles ist auf einmal. Also ihr habt da überhaupt noch keine Reserven, um wirklich den Verkehr entsprechend zu beobachten. Wenn ihr sicher werdet, das wird relativ schnell passieren, dann wird der Fahrlehrer auch ziemlich schnell die Verkehrsbeobachtung über die Spiegel mit einbauen. Ja? Also es gibt eine bestimmte Reihenfolge. Es ist egal, ob ihr jetzt abbiegen möchtet, ob ihr einen Fahrstreifenwechsel machen möchtet oder vom Fahrbahnrand losfahren möchtet oder. Es gibt ein bestimmtes Schema. Das heißt, ihr guckt zuerst immer in euren Innenspiegel, dann guckt ihr in den jeweiligen Außenspiegel, Eselsbrücke, dahin, wo ich lenken möchte oder wo ich den Blinker hinsetze. Danach setzt ihr euren Blinker und ganz zum Schluss macht ihr den Schulterblick für den toten Winkel. Also Reihenfolge Innenspiegel, Außenspiegel, Blinker, Schulterblick, dann kommt das Lenken. Das wäre die Reihenfolge, so wie ihr sie in eurem Theoriebogen kreuzen müsst. Für die praktische Prüfung sieht es letztendlich so aus, der Prüfer sitzt hinter euch. Und hat ja eigentlich den Logenplatz. Also von hinten kann er euch natürlich bestens beobachten, das wird er auch tun. Und er wird sehr schnell merken, ob ihr eine entsprechende Verkehrsbeobachtung über die Spiegel macht oder nicht. Ist das nicht der Fall, dann wird es nicht lange dauern und die Prüfung wird sich dem Ende neigen. Ja? Dann eine Bitte noch, es gibt ja, Spiegelbeobachtung und Spiegelbeobachtung. Ja? Also ich kann natürlich auch in den Außenspiegel gucken, so ein bisschen aus dem Augenwinkel. Das ist aber letztendlich keine Verkehrsbeobachtung. Ja? Also man muss schon wirklich auch erkennen können, dass ihr entsprechend so in den Spiegel guckt, dass man auch hinten versucht, den Verkehr zu beobachten und nicht einmal so ein bisschen aus dem Augenwinkel oder sowas. Das ist letztendlich keine Verkehrsbeobachtung. Ja? Das ist so ein flüchtiger Blick in den Spiegel, aber nichts, wo der Prüfer letztendlich was mit anfangen kann. Ja? Also ich hoffe, ich habe euch helfen können.
zum Thema Spiegeleinstellung, Verkehrsbeobachtung über die Spiegel. Das war Sven von der Internetfahrschule. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß in eurer Ausbildung, viel Erfolg in euren Prüfungen. Und falls ihr schon bestanden habt, natürlich allzeit gute Fahrt und kommt immer gut und sicher nach Hause.